So sieht das jetzt gar nicht so weit aus, aber eben kam einem das ja vor wie sonst wie weit. Da sind wir wieder. Munition, Scharfschütze oder Schrotflintenpatronen. Dann nehme ich doch Schrotflinte. Ja. Aufgaben, beseitige Zombies. Ja, komm, abholen. I've got just the job for us. Don't just stand there with your thumb up your ass. Get the job done. Die könnten uns mal für später vielleicht hilfreich sein. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. So, wir müssen dahin. Dann machen wir das doch mal. Wird ja eine schnelle Geschichte hier. Oh, was zu futtern. Jawoll. Hä? Das hier? Achso, das Haus, genau. Hallihallo. Wie geht's? Wie steht's? Da kommt der nächste runter. Ich glaube, vier sind's. So, noch ein bisschen Holz mitnehmen. Hier kriegt man nämlich relativ schnell viel Holz. So, da ist nichts zu holen. Hier hinter ist gleich der nächste. Dann hier hinter. Da. Die sind echt harmlos, die Dinger. Und ich finde, die früher sahen die mal besser aus. Weil das ja im Grunde so verbrannte Dinger sind. Und da haben die noch so ein bisschen geleuchtet, so geglüht und so geknistert. Das sah schon cool aus, muss ich sagen. Jetzt sind die ein bisschen fad im Aussehen. Aber das kommt bestimmt noch. So, hier sieht man leider auch immer nicht sofort, kann man hier was looten oder nicht? Das fand ich vorher tatsächlich einen Ticken besser. So. Ach, schon wieder Hunger. Zum Glück habe ich ja was. Meine, da hinten war eine Küche, genau. Guck an. Vielleicht habe ich ja Glück. Und ich krieg was Tolles. Aber auch nur vielleicht. Hallihallo. Kann ich ja nicht glauben, dass da keiner drin ist. Wer hätte es gedacht? Können auch nichts ab, ne? So, der geile Stuff ist da drüben. Genau. So. Gucken wir mal, wo die guten sind. Okay.
Okay, die haben den Parcours, meine ich, ein bisschen anders gemacht. So, da oben stecken die nämlich drin. Das heißt, wenn ich jetzt hier gleich weitergehe, kommen die von oben. Bam, 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 bam. Also reparieren wir nochmal. Laden nochmal nach. Boah, die ist so lahm. Oh, nur noch einer? Ich meine, vorhin hatte ich mal drei. Aber gut, früher. Na, komm. Dachte, es waren immer zwei. Na gut, dann ist es halt nur einer. Ich habe ein Maschinengewehr. Habt ihr das gesehen? Egal, es war nur ein selbstgebautes, aber hey. Das kann mir den Allerwertesten retten. Handfeuerwaffen, perfekt. Und gleich Stufe 2. Ja, läuft. Nahkampfausdauerverbrauch. Erhöht die Waffenhandhabung von Bögen um 10. Vielleicht sollte ich das nochmal verändern. So, verändern kann ich hier natürlich nicht. Packen wir das hier mit rein. Passt schon. Nein, nicht zerlegen, nicht zerlegen, nicht zerlegen. Zu spät. Nicht schlimm. So, war das jetzt hier schon irgendwie alles? Augenscheinlich. War doch ganz amüsant. So, ich loote jetzt hier bewusst nicht so. Wir müssen ja Masse machen, ne? Sorry, ich finde da Schutzkleidung, ey. Daneben. Dich nehmen wir aber noch mit. Und Sammelwerkzeugen, warum denn nicht? Oh, ich habe vergessen, meine letztens aufzunehmen. Fällt mir auf. Ich hätte auch einfach hier hochgehen können, aber gut. Hätte, wäre, wenn und aber. Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht? Einfach kann das schließlich jeder. Wieder nichts zu futtern. Schade. Und noch ein Footballhelm. Soll mir das irgendwas sagen? Hallo. Vorher mein Pfeil auch drin steckte. Ich den mal einfach so übersehen habe. Oh, was zu essen, bitte. Na, das ist auch okay.
Die haben wir noch nicht geladen. Ich habe meine Munition nicht mitgenommen. Na Mensch. Na. Das war ja easy. Und ich bin mal wieder überladen. Oh. Ich hab mal was gelernt hier. Dum, dum, dum. Was haben wir denn noch? Okay. Gucken wir gleich nochmal. Hauptsache, ich bin schon wieder überladen, ey. Botik und... Okay. Kann ich auch verkaufen. Das schmeißen wir dann weg. Handgriff. Sowas lässt sich doch bestimmt hier gut reinbauen. Guck. Und ich habe noch 2 Punkte. Wo kann ich die denn gut einsetzen? Schädelbrecher. Packen diese hier, glücklicher Sammler. Damit wir geiles Zeug hier finden. Ja, würde ich sagen, war doch okay. Bin mal wieder überladen. Heil los. Ab nach Hause. Beziehungsweise zum Trader. Beziehungsweise zur Kiste. Aber die Kiste ist nochmal ganz woanders. Oje, oje. Das kann ja wieder dauern. Ich spule mal vor. Ha, schon 1 Slot gespart, Leute. Noch ein kleines Stückchen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich gleich noch... ein Slot habe ich ja vor. Dass ich meine Belohnung hier entgegennehmen kann. So, was nehmen wir dann? Also Schrotflinte wäre natürlich nochmal cool. Aber auch der ist cool. Den nehmen wir. Ach nee, das ist nur das Buch. Dann nehmen wir die Schrotflinte. Dann haben wir noch mal abholen. Und wir wollten noch was verkaufen. Ich brauche ja hier ein bisschen was. Lohnt sich das? Ja, komm weg damit. Ist doch gar nicht so verkehrt. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. So, jetzt aber hier wirklich. Da ist meine Kiste. Ich versuche es mal da. Dass wir uns da ein Häuschen, eine Base, irgendwie was suchen. Und im besten Fall kann ich meine Sachen dann noch von der anderen Kiste abholen. Und dann haben wir in der Nacht ja ein bisschen was zu tun, um uns da ein bisschen einzurichten. Das Auto muss natürlich mit. War jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee, aber hey. So, das scheint das Haus zu sein. Ist jetzt nicht so das Wahre, muss ich sagen. Ich nehme das Haus da. Ja, das ist schön flach. Okay, das ist mit Stacheldraht versehen. Aber das werde ich nehmen. Da packe ich mir mal meine ganzen Sachen hier rein. Kiste. Das Haus ist es jetzt hier geworden. Kiste. Nu, aber zacki, zacki. Ich habe keine Zeit für euch. Ich muss meine Sachen abholen, Leute. Wir sehen uns ein andermal. Ah, das ist die Baustelle. Sieht cool aus. Ah, das wird übrigens auch mal in der nächsten Quest. Okay, gut zu wissen. Kiste, Kiste, hier. Oh. Ich hab die Sachen ja drin gelassen. Oh nein, ich kann das nicht. Ja, okay, das kann ich zerlegen. Und ich brauche noch einen Platz. Das kann ich. Boah. Ja, ich bin mal wieder überladen. Aber ich habe alle meine Sachen zusammen. So, also jetzt hier schnell zu dem Haus zurück. Und dann wird auch schon die Nacht anfangen. Also, mal schnell im Schnelldurchlauf. Ich hab's gleich. Bin gleich da. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Uiuiui.
Aber ich kann ja ein Maisbrot essen. Guck mal, nur noch 65 Meter. Meine Güte. Oh. Hustezombie, schaffe ich das noch? Wenn du denn unbedingt willst, dann soll es so sein. Ich komme deinem Wunsch nach. Den Krankenwagen nehmen wir auch noch. Man weiß ja nie, wann man hier nochmal hinkommt. Erntewerkzeuge. Ja, okay, ob sich das jetzt so gelohnt hat. Oh, ein Gewehr. Ich glaube das ja nicht. Jetzt finde ich ein Gewehr. Komm, ich muss nochmal was essen. Ah, das war es übrigens. Muss ich jetzt hier echt mit dir noch kämpfen? Sieht wohl so aus. Jawohl, nochmal nachgedrückt. Langsam nach Hause. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal ein Häuschen. Ich muss tatsächlich den Draht dann da nochmal abmachen, dass ich von der anderen Seite da ein bisschen schneller komme. So, wie war denn das nochmal? Hier ist schon mal nichts. Perfekt. Aufbewahrungskiste. Beschreibbare Aufbewahrungskiste. Nehmen wir die doch mal. Dann nehmen wir aber auch noch eine Truhe. So. So. Perfekt. Erstmal alles rein, damit ich mein Zeug hier aufs Dach kriege. Jetzt stelle ich ihn nicht so an, du wirst ja wohl hier hochkommen. Okay, hier packen wir mal alles an Baumaterialien rein und was man sonst noch so findet. Waffen müssen da auch erstmal mit rein. Verkaufskiste machen wir extra. Die haben es aber eilig. Muss eine Party sein. Tihi, ist ja lustig. Naja. Erstmal bauen wir ein Lagerfeuer. Dann bauen wir nochmal eine Truhe, um Dinge, die wir verkaufen wollen, da reinzupacken. Die packen wir direkt hier vorne. Lagerfeuer kommt hier neben. Obwohl, irgendwie störst du ein bisschen, aber ich kann dich jetzt eh nicht mehr wegmachen. Egal. Das kochen wir jetzt nochmal. Kocht das Eis viel zu schade. Machen wir lieber Maismehl. Kann ja sonst erstmal eh nichts mit dem Zeug anfangen. Und Wasser habe ich ja tatsächlich. Das ist aktuell gar nicht so mein Problem. Lassen wir ein bisschen Holz nochmal da. Hier kommen dann die Lebensmittel rein. Lebensmittel und ich würde sagen die Verbände. Was anderes habe ich da ja im Moment eh keinen Platz. Ist mal ganz okay. Hier kommen die Verkaufssachen hin. Hier macht die Stunk. Eigentlich ist das mit dem Zaum gar nicht so blöd. Kann ich den mich schön von hier oben umnieten. Zack. So, der nächste. Oh, Feral sogar. Ich bin gerade mal Tag 2, ey. Na gut, Tag 3, das zählt nicht. So, wo ist die Dicke? Da hinten. So, die ist auch weg.
Haben wir die noch? So, die schlafen. Hey, lass meinen Zaun heil. Nein, 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 nicht dadurch. Nicht dadurch. Ah, der Stacheldraht hält die auf. Das ist gut. So, hätten wir die auch. Da hinten ist mein Huhn. Aber egal. Krieg ich auch noch. Haben wir denn soweit erstmal alle besänftigt? Dann würde ich sagen, war es das soweit erstmal von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen. Und ja, abonniert auch gerne meinen Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.